Wer soll diesen Erik Frenzel noch stoppen können? Hier beim Triple wird es für die Kollegen wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Hast du die Ergebnisliste schon studiert? Kennst du den Abstand zwischen dir und deinen Verfolgern? Ich weiß jetzt direkt für die hinteren zwei, das habe ich noch gesehen im Zählen, auch für die anderen habe ich es noch nicht ganz gesehen, aber ja, ich sag mal 20 Sekunden jetzt schon mal Vorsprung, die ich morgen mitnehmen kann, das ist natürlich schon sehr positiv. 15 Kilometer können sehr lang werden und von dem her hoffe ich natürlich, dass ich morgen noch ein bisschen was rausspringen kann und dann wird es sicherlich wieder interessant werden. Es gibt ja morgen zwei Sprünge. Einen genialen Sprung über 110,5 Meter haben wir heute gesehen. Wie geht's das? Wie ist die Idee ausgekommen? Aber das ist doch unglaublich was, auch für dich. Ja, also sagen wir, solche Sprünge, die sind natürlich immer sehr selten. Umso schöner ist, wenn man solche Sprünge im Wettkampf zeigen kann. Das war, denke ich, einer meiner besten in dieser Saison. Und von dem her hat es heute natürlich sehr gut reingepasst. Und hat mir natürlich eine einfach hervorragende Ausgangssituation heute für das Rennen geliefert. Und diese Ausgangsposition kann dich relativ sicher machen, auch wenn du sagst, es kann noch viel passieren. Zwei Sprünge, 15 Kilometer. Gehen wir ganz zurück, zum heutigen Rennen. Es war eigentlich von Anfang an klar, zumindest für viele der Experten, viele der Zuschauer, dass da nach diesem Sprung überhaupt nichts mehr passieren kann. Hattest du auch das Gefühl? Sicherlich hat man erstmal irgendwo eine gewisse Sicherheit, aber es kann viel passieren. Ich denke, die Strecke hier ist sehr anspruchsvoll und hat eben auch gerade sehr anspruchsvolle Abfahrten, wo man auch mal relativ schnell einen Sturz passieren kann und von dem her darf man sich dann lieber zu sicher fühlen. Ich wusste, dass natürlich aber die Ausgangssituation sehr gut ist für mich heute und meine Taktik war so wirklich ein bisschen in das Rennen reinzugehen und zu sagen, okay, ich gehe noch nicht wirklich Vollgas, ich versuche dann, das Rennen wirklich gut einzuteilen. Und habe auch gewusst, dass es okay ist, wenn der Magnus und der Johannes am Anfang ein bisschen was aufholen. Dass sie natürlich gleich in der ersten Runde fast eine halbe Minute aufholen. Das war dann doch erstmal ein bisschen, wo ich erstmal kurz ein bisschen überlegen musste. Aber ich habe versucht, das Rennen wirklich weiterhin so zu gestalten. Und das hat sich als richtig erwiesen. Und somit konnte ich wirklich in den letzten Runden den Abstand ziemlich gleich halten. Aber du hast ja deine Leute auf der Strecke, die dir genau sagen, wie das Rennen steht, ob die Verfolger aufgeholt haben oder ob der Abstand gleich geblieben ist. Ja genau, also das ist für einen Sportler immer sehr wichtig, dass wir wirklich oft genug gesagt bekommen, wie sich die Kontrahenten hinter uns verhalten, ob sie jetzt wirklich auch nochmal Gas geben, ob man da selber nochmal was investieren muss oder ob es wirklich so momentan gut läuft. Und das hat heute wieder gut funktioniert. Ich denke, wir haben da sind da gut aufgestellt, was das Ganze angeht. Und aber auch das Material heute war, denke ich, wieder sehr wichtig und hat gezeigt, dass wir da auf jeden Fall heute wieder sehr gut dabei waren. Und von dem her war ich sehr zufrieden heute mit dem Tag. Gut funktioniert ist ja für meine Begriffe leicht untertrieben. Es war eigentlich ein perfekter Tag für dich. Ja, kann man schon fast so sagen. Also es lief wirklich alles so, wie ich es mir wollte, springen, laufen. Also, wenn jetzt das Wochenende schon vorbei wäre und es denkt, cool, dann würde ich mich wahrscheinlich noch einiges mehr freuen, so weiß ich, okay, ich habe morgen noch einen Wettkampf vor mir und der komplette Sieg ist dann wirklich erst morgen in Sack und Tücher, aber auf jeden Fall ein sehr positives. Dein fünfter Sieg hier in Seefeld, gibt es einen anderen Ort, wo du schon öfter gewonnen hast? Ich glaube nicht. Nee, also das seht ihr ganz weit von. Kann ich gar nicht sagen, ob ich irgendwo überhaupt schon mal zweimal gewonnen habe. Aber hier habe ich jetzt mit meinem fünften Sieg vier in Folge, das ist natürlich schon top. Du hast dein bestes Ergebnis aus der heutigen Saison eingestellt. Du warst Zweiter in Schonach, heute Zweiter in Seefeld. Scheint so, je näher die Olympischen Spiele kommen, desto stärker wirst du. Drückt der Eindruck? Mir ist halt ein super Sprung gelungen und dann auch ein genialer Lauf. War wirklich super zufrieden mit dem Tag. Klar kann es nicht immer so laufen, aber heute war ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Deine Sprungleistung hier auf der Toni-Sedl-Schanze besser als auf irgendeiner anderen Schanze in dieser Saison? Sie liegt dir ganz besonders. Ja, also dieses Jahr komme ich richtig gut mit der Anlage zurecht. Die letzten Jahre war das nicht immer so. Wobei ich es eigentlich immer gemocht habe, schon von Anfang an, seit es neu umgebaut wurde. Und dieses Jahr scheint es nicht immer aufzugehen. Hast du schon studiert, die Ergebnisliste, wie groß dein Rückstand ist? Gibt es da noch Chancen für dich, eventuell Mannschaftskollegen Frenzel zu fordern oder womöglich noch zu überholen?
Boah, das wird sehr, sehr schwer. Also ich glaube fast nicht, weil mit was für einem Sprung von der Erik zurzeit ist, ist es wirklich sehr schwer, ihm da im Springen vor allem Parole zu bieten. Auf der Strecke fühle ich mich zurzeit richtig gut, konnte auch heute super mit Markus mitgehen, aber ja, wie gesagt, Erik ist zurzeit vor allem auf der Schanze eine Klasse für sich und dass morgen ja zwei Sprünge sind, wird es umso schwerer, da damit zu halten. Das Rennen hast du dir phänomenal gut eingeteilt, so zumindest war der Eindruck aus der Reporterkabine. Du hattest noch genug Kraft, einen Magnus Mohan im Zielsprint zu biegen. War das alles ganz sauber? Ich habe nur gesehen, dass Magnus Mohan kurz, habt ihr euch touchiert, aus dem Gleichgewicht kam? Also ich habe nichts gespürt, dass wir uns touchiert haben. Ich denke, da von der Seite her war nichts. Die ersten zwei Runden waren sehr schnell vom Magnus, da musste ich schon kämpfen, dran zu bleiben. Dann die dritte Runde war ein bisschen gemächlicher und da habe ich dann schon gemerkt, wenn ich da dranbleiben kann, kann es vielleicht auf der Zielgeraden reichen und ja, das hat dann auch wirklich super funktioniert. Johannes, eine Frage. Was macht das deutsche Team momentan so stark? Wir sind ja wieder deutsch-norwegische Festspieler hier in Seefeld. Die anderen scheinen absolut keine Chance zu haben. Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall gut, dass wir mit Erik so ein Zugfeld haben, wo wir einfach wissen, der uns einfach eine Richtlinie gibt, weil wir wissen im Trainings immer oft nicht so weit weg von Erik und da wissen wir, dass wenn er seine Leistung abruft, da wirklich ganz vorne mitmischen kann und das gibt uns das Selbstvertrauen, das uns vor allem im Springen und dann auch auf der Strecke ja wirklich beflügelt zur Zeit. Mit diesem Selbstvertrauen und mit dieser breiten Brust zu den Olympischen Spielen nach Sochi zu fahren, das ist schon ein super Gefühl, du bist ja fast dabei. Ja, auf jeden Fall, wenn man weiß, was man erreichen kann, wenn ein Tag perfekt läuft. Das ist schön, das zu wissen und ja, da lässt sich einfach mit breiter Brust hinfahren. Auf der Schanze und auf der Loipe seid ihr erbitterte Gegner. Wie schaut's intern, privat, im deutschen Team aus? Muss nicht unbedingt ehrlich antworten, aber ich nehme an, die Stimmung ist bestens. Ja doch, die Stimmung ist auf jeden Fall gut, dass wir vergönnen es dem mit dem anderen immer und wie gesagt, da ist wirklich privat eigentlich wenig Konkurrenz zu spüren und ja, immer ein lockerer Spruch auf den Lippen jeder und deswegen ist das denke ich auch ein Baustein, wo wir einfach, dass wir uns so untereinander so gut verstehen, warum es auch so gut läuft. Und wichtig auch die gute Stimme intern, weil in Sochi gibt es ja auch Teambewerbe. Ganz genau. Und nächste Woche ist schon mal die Generalprobe bei mir der Heil Oberstdorf und ja, da werden wir auch schauen, dass wir uns da schon ein bisschen drauf einstellen. Ja, mein Name ist Amiga. This is two. Two of them. What is your name? Henrik. Nice boy. How old is he? Four. And he's getting four in April. Okay. And he's one of your biggest fans, supporter. Oh, yeah. Is it normal that your family accompanies here to Austria? I don't think so. What do you mean? If they are here? If they are here. Yeah, they are. It's a traditional. They have been here now for, I think this is the fifth or sixth season. So. Because, as I say, always, Seffeld has everything. You can walk from the hotel and you have a beautiful city and everything is so compact, so it's perfect and it's nearby the Munich airport. So everything is just great for the family. Do the tourist guys know what you think about Seffeld? Have you already told them? No, but I can't tell them. I say only positive things about Seffeld to people home in Norway and to people if they ask me which place I'm going to recommend for them to come and see the competition. Seffeld is always number one. And we just have to say positive things about you as a sportsman and as a personal point of view. Very sympathetic athlete and very successful. What do you think about the results of today? The feeling I have right now, I'm not that satisfied, but when getting some hours, I think the overall for tomorrow is good. But I know and I was preparing that Johannes didn't do any work today, and I was mentally prepared for that, but
to be honest, I was hoping that he would go in front, maybe the last round, and keep the pace up. And I also do one tactical failure over the bridge and to the stadium. And right now I'm not that satisfied with the third place, but I think overall it's a good day. The jump was brilliant. Jump was really good, and that was my best jump in Seattle so far this year. And the way I'm working in the hill right now, it's really promising, and I'm just looking forward for tomorrow and also to the when we're coming to Sochi, hopefully. The jump today keeps hope alive for tomorrow, because there are two jumps and 15 kilometers in the track, so there is still a possibility to catch up to the leader. Yeah, to be honest, I think I always have a hope and a dream that I can be number one, but the way Eric is jumping right now and the way he skis, is, I think he's for sure is the biggest favorite, and I think all the Delhi person knows that too. But I just have to focus on myself and try to to do two jumps that I do today, and then hopefully the gap isn't that big. And the goal is to get top three tomorrow, and if I do that, I'm really satisfied. Eric says it's not all signed and sealed so far, because of the two jumps and the 15 kilometers. So what do you think? Is he honest in that case? Well, Eric has to say what he's meaning, but everyone sees that if he's jumping two jumps, that like today, he can go with classic equipment, 50K. So in my eyes, he's for sure the number one, the biggest favorite, and but behind him, everything is possible.